Jetzt steht sie neben mir, Ella, endlich. Man kann ja schon sagen, ein richtiger Schlagerstar, oder? Schon, meinst du? Ja, ich danke. Ich meine, Carmen Nebel, also du hast auf jeden Fall, du wurdest einem Millionenpublikum vorgestellt, bist auch bekannt. Wie bist du denn dazu gekommen? Du warst ja auch mal so ein Pop-Häschen aus den 90ern. Wie bist du denn zum Schlager gekommen? Ja, also der Weg ist auf jeden Fall, hat über verschiedene Stationen geführt. Mit 14 habe ich meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben und das alles ging alles nur 2-3 Jahre. Und dann hatte ich das Angebot, dieses eine tolle Lied zu covern und habe das wahr gemacht und habe jetzt einen tollen Weg vor mir, wo ich meine eigenen Lieder veröffentlichen kann und werde, ja, ich werde konservativ vermarktet, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt nur für den Schlagerzuhörer Musik ist, die ich mache. Sag mal, bist du eigentlich auch ein Märchenfan, weil dein Song Küss mich, halt mich, lieb mich ist ja ein bisschen inspiriert durch drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, der ist nicht nur inspiriert davon, sondern das ist die tatsächliche Titelmelodie. Also bist du auch ein Märchenfan? Also magst du so ein bisschen diese verzauberte Atmosphäre? Du bist ja auch sehr berühmt für deine extravaganten Bühnenoutfits. Ja, ich mag das alles Erzählerische und das Theater an sich und den Film auch. Du hast ja auch eine Musical-Karriere gestartet. Könntest du dir noch mal vorstellen, da zum Musical zurückzugehen? Oder war das eine Station, die jetzt für dich abgeschlossen ist? Die Station habe ich erstmal abgeschlossen für mich, weil ich es viel interessanter finde, eigene Texte zu schreiben und ja, was man einmal schon erlebt hat und bis zum Ende gebracht hat, das muss man nicht nochmal aufwärmen, glaube ich. Kann man denn so aus dieser Atmosphäre des Musicals, die ja auch sehr romantisch sein kann, vielleicht auch viel für die Inspiration vom Schreiben von Texten für die Schlagermusik ziehen? Ich weiß nicht, du sagst es so, als gäbe es da große Kategorien. Ich weiß es nicht. Gut, Entschuldigung, es ist so laut hier, ich verstehe kaum gar nichts. Vielen Dank erstmal an Ella Endlich, dass du da warst. Du musst jetzt noch ein paar Autogramme geben. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf dem CSD und wir geben zurück an Blonding.